Och Mann, warum gibt es nur so scheiß Spiele? Wieso ist sowas protected? Oh, wie behindert diese Spiele! Es ist soweit, es geht zur Raging-Runde Nummer 2. Aber bevor das Video anfängt, möchte ich euch einen YouTube-Kollegen vorstellen. Wenn ihr hier oben klickt, kommt ihr zum Epic Place TV. Er raged zwar nicht ganz so viel rum wie ich, aber er hat eine wunderbare, zarte Stimme, die man sich auf jeden Fall geben kann. Schaut auf jeden Fall mal vorbei und abonniert ihn. Damit würde ich sagen, ich quatsche nicht weiter drum herum. Viel Spaß beim Video! Yo Leute, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Wir gestalten Jesus. Och nein, gib mir doch nicht diese Möglichkeit. Och nein. Das ist wieder scheiße an dem Spiel. Es buggt einfach rum. Die Entwickler heutzutage haben so viele Möglichkeiten. Warum buggt das so rum? Jedes Spiel, was neu rauskommt, buggt einfach. Und scheiß drauf, ob es ein großer Entwickler ist oder ein kleiner. Es buggt einfach. Es buggt. Es buggt so viele Kekse, Alter, dass ich mich schon überfressen habe. Ich meine, wie kommt man da drauf? Wie kommt man da drauf? Weil, wer hat sich gedacht, boah, das ist voll gut, das können wir veröffentlichen. Was ist das für eine behinderte Kreatur? Drücke E. Ich drücke E. Mein Gott, ich drücke doch E. Oh, wie behindert dieses Spiel ist. Ich drücke doch E. Ja, haben wir es geschafft. Ja, ist okay. Ist okay. Nach 20.000 Mal E drücken haben wir es endlich geschafft. Es ist so dumm. Was ist das? Der hat einfach drei Pfeile im Arsch. Wer hat sich gedacht, boah, das sieht voll gut aus, wenn wir den drei Pfeile in den Arsch drücken. Das meine ich jetzt ehrlich. Als wenn sie es im Rücken haben oder in der Schulter oder im Kopf. Ist alles gut. Nein, der hat es im Arsch, Alter. Der hat es einfach im Arsch. Guck mal, wie unkreativ die sind. Das ist 1:1 genau der gleiche. Es ist genau das gleiche. Wie unkreativ das ist. Was ist eigentlich Sinn des Spiels? Und es buggt. Ich verstehe nicht, warum der buggt. Das habe ich noch nie irgendwo gesehen, dass das so extrem buggt. Wir machen es wie Call of Duty. Wir testen das nicht vorher. Also vom Großen und Ganzen sieht es ja ganz in Ordnung aus. Aber es sind so Kleinigkeiten, die wieder so abfacken, wo ich mir wieder denke, man testet so ein Spiel. Beste Animation. Ihr buggt überhaupt nicht rum. Ich gebe dir was mit meiner Kampfanimation. Wer ist bitte auf die Idee gekommen? Ja, wir machen da Blut rein. Und es leckt. Es leckt. Es leckt. Oh Mann, warum gibt es nur so scheiß Spiele? Weißt du, ich habe mir den Trailer so angeguckt, hab so gesagt, boah, das könnte voll das gute Spiel sein. Jetzt spiele ich's und denk mir einfach nur, warum habt ihr es nicht so gemacht wie im Trailer? Warum? Und was ist das denn für eine Kreatur? Das ist wie das Gammelbaby von The Forest. Ein Gammelbaby. Oh. Was ist das? Da, guck mal, das Baby. Ich meine, das einfach sprechen. Und schon wieder so ein behindertes Spiel. Ihr könnt euch mit Unity zusammentun, mein Gott. Wieso backt der eigentlich da am Boden rum, wenn ich den anspreche? Was für ein Scheißspiel. Gras ist im Weg. Gras. Gras, mein Gott, Gras. Guckt es mal an. Diese Laufer. Er backt einfach. Er portet sich einfach. Er portet sich. Und für so eine Scheiße gibt man Geld aus. 10.000 Mal musst du auf Leertaste drücken, damit er einmal hüpft. 1, 2, 3, 4, 5. Beim fünften Mal. Wie dumm das ist. Kann man nicht beim ersten Mal drücken einfach hüpfen? Jetzt hört's auf. Wieso ist sowas protected? Bei Kleinigkeiten kann ich das ja verstehen. Da bist du 10.000 Mal durch. Es ist einfach protected. Es ist protected, mein Gott. Warum ist das so scheiße? Ich bin einfach im Stein drin. Im Stein. Weißt du, was so dumm ist? Die kleinen, die ganz kleinen Steine. Da läufst du gegen und kannst nicht drüber laufen. Und bei so einem großen backst du einfach rein. Ich bin einfach weg. Guck, und jetzt ist der Stein auch weg. Der Stein ist einfach verschwunden. Es ist so dumm, dieses Spiel. Guck mal, du kannst einfach hüpfen. Guck mal, die Kamera hüpft einfach. Sie hüpft einfach. Das ist das behindertste Spiel, was ich je in meinem ganzen Leben gespielt habe. Die backen da einfach rum. Warum? Als wenn du sowas... Eine Frau mit dem Stein. Alles klar. Die backt einfach. Die backt. Die portet. Wie... Sie ist weg. Hey, wie dumm die ist. Wie... Hä? Oh nein, ein Busch. Oh nein, du hängst im Busch fest. Buschfrau. Alter, du kannst das nicht ernst nehmen, das Spiel. Wie einfach alle Lager gleich aussehen. Sie sehen alle gleich aus. Ja, genau, glitscht. Er glitscht einfach. Er glitscht. Wieso buggt das ganze Spiel buggt einfach. Das ganze Spiel buggt. Es ist einfach ein Stein in der Luft und ein Stock. Ich will nur betonen, ich spiele das Ganze hier im Singleplayer. Das heißt, es gibt keinen Server, der irgendwie laggy sein könnte. Das ist der Singleplayer. Hui.
Ich bin gerade auf diesen Stein geklatscht und ich hab's einfach überlebt. Wie einfach alle Lager gleich aussehen. Da ist ein Grasbüschel in der Luft. Wie behindert dieses Scheißspiel ist. Ich bin gefühlte 1000 Kilometer gelaufen. Es sieht immer noch alles gleich aus. So, ich laufe jetzt mal in das Nichts. Mal sehen, ob da interessantere Dinge sind. Wow. Übertreibt die Lage nicht. Wie interessant. Hier ist jetzt diese World Border. Glauben, dass sowas existiert. Wie behindert diese Todesanimation ist. Ich kann und will nicht glauben, dass jemand dafür Geld verlangt. Oh, hier ist eine Höhle. Das kann richtig interessant werden. Die Höhle hat Pickel. Nein. Oh, schwimmen in der Luft. Ist okay. Es gibt einfach Rückenschwimmen. Er bietet dir einfach an, E zu drücken und du kannst mit nichts interagieren. Warum darf so ein Spiel schon auf dem Markt? Ich habe einfach keinen Bock mehr.